So, da sind wir dabei. Shadowman, weiter geht's. Immer noch im Tempel des Feuers. Wir holen uns unsere ersten Tattoos ab. Und beim letzten Mal sind wir in diesen Bereich reingelaufen. Der ist eigentlich ganz simpel. Man muss nach oben kommen irgendwie. Das heißt, einfach hier irgendwo eine Kante suchen, an der es passend ist. Genau, das war schon die richtige Kante. Denn ihr seht da in der Mitte auf diesem Podest, hier unter uns direkt, ist der... Oh fuck, da ist der Schalter. Und wir müssen oben über die Balken laufen und das ist stellenweise gar nicht so einfach mit dem Controller. Weil ich habe einen guten Controller, also das ist nicht das Problem. Ich habe einen guten, wirklich PC-Controller, keinen Xbox 360-Controller. Denn die driften manchmal ein bisschen, die Sticks von den Xbox 360-Controllern. Die sind nicht so 100% geil, die liegen schon gut in der Hand, aber die Sticks driften auf jeden Fall, wenn man sie in Ruhe lässt. Kann man das öfter mal beobachten, was nicht so wirklich schön ist. Und wenn das Spiel das eben nicht ausgleicht, ja, dann hast du halt einen driftenden Stick. Das ist ungefähr so wie ein abdrehendes Auge, ist auch nicht so geil, glaube ich. Aber du bist der King in jeder Abendkneipe damit. Dir glaubt jeder, dass du auf See warst. Okay. So. Oh, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh, oh Gott, der Balken ist halt auch nicht wirklich dick, aber ich habe noch ganz gut die Kontrolle über ihn. Das macht halt auch wirklich die fatzengenaue Steuerung, also wirklich, es ist, wenn man hier abfuckt, dann ist es seine eigene Schuld. Es gibt ein paar Stellen, gebe ich zu, die sind ein bisschen cheat gemacht vielleicht, nicht so ganz einfach auch, aber im Großen und Ganzen wirklich einfach machbar, weil die Steuerung genial ist. Also gegen die kann man nichts sagen. Das war die vorletzte, oh shit, die vorletzte Treppenstufe, das wäre fast mein brutzelndes Ende gewesen. Ja, Face oder so, ich weiß nicht. So, in deine Bejazzle, je nachdem, vielleicht trete ich dir auch in deinen Ladyboner. Da will ich meinen Ladypenis. Yeah, goddammit. Ich roll mich wie ein Champion, Mann. Jawohl. Und das wäre auch schon die ganze Gegenwehr dieser Schwester gewesen. Ja, wie gesagt, manche Bereiche sind ein bisschen einfacher. Aber alle im Großen und Ganzen nicht machbar. Was klingt hier so komisch wie... Achso, diese Spikes aus dem Boden. Ich bin mir gerade, hä? Was fliegt hier rum? Was hat so große Flügel? Wie so all die Tüten, die so rumflabbeln. Was ganz komisch hört die ganze Zeit. Es ist kein Aldi-Tüten-Monster. Nein, es ist kein Aldi-Tüten-Monster, wobei das auch mal eine interessante Erfahrung wäre. Mit einer Schattenwaffe gegen ein Aldi-Tüten-Monster zu kämpfen. Aber nicht von Lidl, Mann. Der ist gefährlich. Der ist gefährlich. Übel. Gobi, Baby. Sehr nice. Mehr Seelen für uns. Ich hab's. Bisschen Munition hier noch. Voodoo-Kraft einsammeln. Denn ich meine mich zu erinnern, dass das hier der abgefuckte Bereich war. Ah, scheiße, ja, das war der abgefuckte Bereich. Wo der komplette Boden im Prinzip Spikes ist. Der Boden ist nicht Lava, sondern der Boden sind Spikes. Komplett. Und da kommt ein Arsch voll von diesen Schwestern gleich raus. Ach, mach mal zwei Ärsche draus. Und die Bitches erwachen dann aber zum Glück nicht alle gleichzeitig. Ein bisschen Zeit gibt. Und als Tipp von mir, falls ihr Shadowman spielt, benutzt wirklich die Ladefunktion der Schattenwaffe. Das ist wirklich... Das macht einfach den Unterschied in solchen Kämpfen. Und ihr solltet das zumindest mal... Bis, ja, zur Hälfte des Spiels ist schon fast zu weit. Ihr solltet es eigentlich hier schon fast perfektioniert haben und wissen, wie ihr die Ladung machen müsst. Das macht es so viel einfacher. Ich sag nicht, dass es ohne nicht auch schafft. Es geht auch, wenn ihr einfach nur wild wichsen in der Gegend rumballert mit eurem komischen blauen Schattensperma aus euren... Was war das gerade? Du hast mich gerade in meinem epischen Satz unterbrochen.
Aus eurem Schatten spenden Metallpenis, wollte ich sagen. Dankeschön. Jupp, hier sind noch Sisters. Da sind sie doch schon. Ah! Ich packe meinen Button aus, ist aber irgendwie. Mag nicht so wirklich nach oben zu schießen, diese Waffe. Jetzt komm schon. Ist auch vielleicht ein bisschen unbequem von hier unten zu kämpfen, aber einfach sicherer. Nein, bleib da. Meine köstliche Energie. So, dann haben wir noch einen Schalter vor uns. Ganz genau, einen verdammten Schalter haben wir noch vor uns. Und dann können wir schon in den Feuertempel reingehen. Aber das ist natürlich erst die erste Prüfung. Dann dürfen wir nämlich erst in den verdammten Tempel rein. Das ist sozusagen der Vorhof zum Feuertempel, wenn man so möchte. Das ist noch nicht interessant für uns. Und sobald wir unsere ersten Gats dann haben, mit denen wir dann diese flammenden Blöcke verschieben können, heißt es auch zum ersten Mal ein bisschen Backtracking. Denn dann sollten wir noch ein paar Bereichen Besuch abstatten, wo wir vorhin schon mal waren, die eben genau diese Dinge hatten. Aber durch den Teddy können wir uns einfach hinbeamen. Das heißt, es ist kein großes Ding eigentlich, dahin zu kommen. Oder ist eine Schwester. Und zwei Kados. Die erste Prüfung habe ich bestanden. Yes! Ich hab's voll drauf, Mann! Erste Prüfung for the win. Die Schwestern erwachen. Tun dies. Ja. Er hat nicht mal gelogen. Die Schwestern erwachen, aber ich gebe ihr nicht mal eine Chance, ihre komischen Laserdiscs zu werfen. Und tschüss. Ruf bitte nie wieder an. Bitte. So. Das sind diese Govies, die ich vorhin angesprochen habe. Hier links und rechts davon. Es gibt eine Möglichkeit, von der ich weiß, dass man von dieser Plattform dahin springen kann. Das funktioniert. Es wird wahrscheinlich nicht auf Anhieb klappen. Ich könnte es wahrscheinlich 10-mal versuchen. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Das habe ich schon geschafft. Es ist machbar, seht ihr? Das ist machbar auf alle Fälle. Diese eine hier. Bei der auf der anderen Seite, muss ich sagen, habe ich nicht so viel Glück gehabt. Die habe ich einfach in dieser Form nicht wirklich bekommen. Ich glaube, das sind irgendwie 2 Pixel mehr wahrscheinlich, mit denen sie mich trollen. Deswegen lass mal gucken, ob der Trottel es hier weiter versucht, weil beim einen hat es ja geklappt. Oder beim anderen gibt es einfach einen Hintereingang. Das kann natürlich auch sein. Nur daran kann ich mich absolut nicht erinnern. Wie gesagt, die eine haben wir mitgenommen. Könnten ja auch theoretisch mal schauen, ob wir da rüberkommen und gucken, wo uns unser Button dahin beamt. Okay. In Lava? Echt jetzt? Das ist aber keine so coole Idee, mich dann dahin gehen zu lassen. Jupp. Okay. Wir laden nochmal ganz kurz. Ich habe gerade eben gespeichert. Extra genau wegen so etwas, weil ich nicht wusste, wo es hingeht. Ja, ins Verderben, by the way. Wir gehen drauf. Wer hätte es gedacht? Merke, beam dich nirgendwo hin, wo von den Dingen du nicht weißt, wo es genau ist. Also lass es. Lass dir vor eine Karte raus. GPS, keine Ahnung. Kauf den Navi. Mir egal. Lade Bruce Willis Stimme drauf. Mach, was du tun musst. Aber guck vorher, wo es hingeht. Da das nicht nötig ist, beziehungsweise nicht möglich, bleibt mir nichts anderes übrig, als es zu versuchen. Oh, Alter, das ist aber... Ganz ehrlich, an was erinnert euch das? Das ist ein 3 Meter großes Arschloch. Das sieht aus wie ein Anus und... Oh ja, rein geht's. Oh Gott, das ist wirklich der Arsch der Welt jetzt. Das ist nicht gelogen. Das ist der Arsch der Welt. Wir sind im Arsch der Welt. Willkommen im Arsch der Welt. Willkommen im wirklichen Feuertempel jetzt auch erstmal. Das ist der Feuertempel. Der sieht schon ein bisschen mehr aus wie so Trials-mäßiges. Das heißt, es sind viele Fallen, viele Lava-Pitzen, die wir fallen können. Einfach viel, auf das wir achten müssen. Und das Ducken ist einfach so hilfreich. Und das ist der Ort, an dem wir unsere ersten Tattoos kriegen würden. Dieser Ring da. Aber mal Leap of Faith machen. Oh, wird schon passen. So, der ist aber noch nicht so ganz richtig unten.
Ist das hier auch wieder? Ich möchte nicht sagen Schalterrätsel, weil das wäre irgendwie wie so ein... wie so eine Faust in die Klöten für Schalterrätsel, weil das ist kein Schalterrätsel. Das ist kein Rätsel. Ich muss nur 5 Schalter finden. Ich rätsel nicht wirklich drüber. Weißt du, wie ich meine? Also ich will jetzt auch Schalterrätsel nicht in die Klöten boxen, deswegen. Schalterrätsel haben mir lange Jahre viel Spaß bereitet, deswegen... Ah, ist wie ein Bro geworden für mich. Jetzt kommt schon. Hallo. Gehst du mal down, du Sucker. Das ist halt die Schwester, die rote Unterwäsche tragen darf. Fucking 3 Discs schießen kann. Hörst du mal bitte aufhören, meine Arbeit zu behindern? Ich hasse sie. Muss eigentlich warten, bis sie mal still steht. So wie hier jetzt. Weißt du was? Lass ihn einfach zu mir kommen. Lass sie zu mir kommen. Alter, bleib endlich stehen. Dankeschön. Und jetzt kriege ich nicht mal dein... Oh, Bullshitter. Na gut, okay. Keine tote Navi-Seele für uns. Ich hoffe mal, nicht bei jedem verschissenen Schalter kommt so ein Vieh. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob es wirklich so ist. Natürlich ist es so, habe ich recht. Nein! Halleluja! Oh Gott, wie geil. Wie geil ist das denn? Kurz mal speichern, falls ich abrutsche in die Lava fall. Okay, nice. Es läuft ja wie am Schnürchen hier gerade. Noch einen brauchen wir. Sieht aus, als wenn wir noch einen Schalter brauchen würden oder zwei. Einer. Fuck! 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 Genau das meinte ich. Genau für solche Momente. Wenn man es mal verkacken sollte, speichere ich sowas. Damit ich da jetzt nicht nochmal hinlaufen muss und durch die ganzen Fallen durch. Ich habe gesehen, dass ich es geschafft habe bis hierhin. Also werde ich es auch weiterhin und nochmal darüber schaffen. Ah, shit! Der, vor dem ich stand, den habe ich noch nicht gedrückt. Motherfucker, dann muss ich nochmal zurück. Ist schon ein größerer Sprung. Jetzt aber, es ist noch nicht das Letzte. Noch nicht das Letzte. Da hinten geht es nochmal weiter. Ah, hier bin ich draufgegangen beim letzten Mal. Nicht sagen, nicht drüber nachdenken. Jawoll! Und wir haben den Ring vervollständigt. Das sind gute Nachrichten, Leute. Wir haben den Ring vervollständigt. Und jetzt ab zum Tätowierer, würde ich sagen. Übernatürlichen Kraft werden wird das immer tätowiert. Und steigen hinab als neuer Shadowman. Wir haben coole Tattoos am Unterarm, yes! Unsere ersten Gads hätten wir damit bekommen. Und damit können wir schon richtig coole Sachen anstellen, zum Beispiel hier in dem Bereich. Direkt mal einfach diesen Block wegschieben. Oder uns da hinten an diesem Ding entlanghangeln. Das können wir jetzt alles eben machen, das heißt... Neue Bereiche. Und wir bluten, by the way, aus den Händen wie Schwein. Aber hey, kein Problem. Kein Problem. Die Tattoos schützen uns. Ihr verrückten Voodoo-Freaks. Die Schwestern erwachen. Tun sie das. Ist aber nicht so cool. Oh, okay, mit geladener Waffe geht es doch schon viel besser. Manchmal möchte ich nicht die Zeit warten, aber eigentlich ist es besser, wenn man die Zeit abwartet, um sie zu laden. Yes, baby! Oh yeah! Halt mal, das hätte ich einsammeln können. Egal.
Ich finde bestimmt auch was Schönes. Sag ich doch, die Töpfe haben mich lieb. Ich meine, fickt eure Töpfe trotzdem. Die sind unglaublich hässlich und ich werde jeden einzelnen vernichten. Mehrmals. Und ich werde zurückkommen, eine Woche später, wenn ihr neu gebastelt habt und werde auch diese kaputt machen. Oh oh. Die mit Lilla an Unterwäsche ist verrückt, Alter. Bitch is crazy. Geht doch. So, da wollen wir mal schauen. Denn hier liegt auch noch überall gutes Zeug rum, was wir mitnehmen sollten. Wie die Kados oder... ein paar Seelen vielleicht für mich dabei. Ich glaube, da sind auch irgendwo Seelen für mich dabei. So, diesen Feuertempel werden wir noch ein Weilchen genauer kennenlernen, denn wie gesagt, habe ich ja schon angesprochen, jetzt ist zum ersten Mal so ein bisschen Backtracking gleich auch angesagt, wenn wir die einzelnen Bereiche noch abgeklappert haben, die wir jetzt begehen können. Aber wie gesagt, wir waren von Anfang an darauf eingestellt und es ist auch nicht so schlimm, wie immer alle sagen. Es gibt viele Leute, die sagen, oh, Shadowman, das ist voll ätzend und du musst aber voll weit zurück und bla. Alter, du kannst dich mit deinem Teddy fast überall hin beamen. Jeder große Bereich hat einen eigenen Punkt, einen eigenen Portalpunkt sozusagen, wo man direkt zu diesem Punkt kommen kann. Und da sehe ich dann halt das Problem einfach irgendwie nicht mehr, weil so dann... beam dich doch da hin und lauf 10 Meter, dann bist du genau in der gleichen Stelle. Es ist doch nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, es ist nicht für jeden dieses Spiel. Auf jeden Fall eine Geschmackssache. Ich persönlich finde es tierisch genial. Fand ich damals schon immer tierisch genial. So, mir gefällt einfach dieses Freie im Bereich rumlaufen. So ein, ganz blöd gesagt, eine ganz, ganz, ganz runtergebrochene Version von einem Open-World-Spiel bisschen. Weil vom Prinzip her ist es ein Open-World-Spiel. Das ist jetzt natürlich kein Open-World-Spiel, bei dem wir irgendwie alte Frauen aus Autos ziehen und ihnen ins Gesicht scheißen, bevor wir ihren Maserati klauen. Nein, nicht die Art von Open-World-Spiel. Die sind auch manchmal witzig. Aber hier gibt es zu wenige Omas, denen wir Autos klauen könnten. So. Jetzt muss ich das Seil darüber spannen, das wir absolut nicht brauchen. Ich habe keine Ahnung, warum es hier ein Seil gibt. Man kommt auch ohne Seil hier hoch. Ich hab's auch die ersten zwei, drei Male, wo ich hier war, gar nicht bemerkt, dass man da überhaupt ein Seil rüberspannen kann. Oh Gott, jetzt wollen sie mich wieder flambieren hier. Moment. Oh Gott, oh Gott. Das war close. Das war close. Ach, super. Dafür setze ich mein Leben aufs Spiel. Na, Halleluja. Kommt nämlich von hier hier hoch. Genau da, wo man sich eh hingehangelt hätte von hinten. Also... schlecht im Sinn des Salz nicht ganz, weil zurück geht's ganz genauso. Das haben sie im Normalfall, muss man hier nicht wieder aus dem Bereich zurück, sondern kann sich dann hier genau umschauen. Ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal hier bei diesen Blöcken an. Hinter jedem Block ist eine kleine Überraschung. Es ist wie ein Weihnachtsgeländer, hinter dem tödliche Schwestern sind, die uns mit Laserdiscs töten wollen. So die Voodoo-Art von Weihnachtsgeländer. Jawoll. Noch die bisschen heftigeren. Rassel, rassel, 86, sehr gut. Noch 14 Stück, dann können wir zurück in den Tempel des Lebens. Und uns unser erstes großartiges Upgrade kaufen. Und wenn man in dieses Game genau in dieser Reihenfolge abläuft, wie ich es bisher gemacht habe, ist es auch nicht so wirklich viel Backtracking. Ich versuche es schon so zu machen, dass ich so wenig wie möglich wieder zurück muss, sondern eigentlich im Prinzip immer weiter kann und dann, sobald ich alles habe, zurück kann und einen kompletten Bereich abgrasen kann. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Spiel durchzuspielen. Wird mir jeder zustimmen, der es schon mal gezockt hat. Und die, die es noch nicht gespielt haben, müssen jetzt einfach mal mein Wort nehmen. Ein Arsch voll Möglichkeiten, glaub mir. Oh Gott. Arschvoll verschiedene Wege, einfach das anzugehen. Man braucht auch nicht alle Seelen, um dieses Spiel durchzuspielen. Also wir werden
am Ende vielleicht nicht alle 120 haben. Das weiß ich noch nicht genau, wie wir es machen. Aber ausreichend viele. Okay, da ist kein Block davor. Da sind die Blöcke ausgegangen. Alter, wir haben keine Blöcke mehr. Was machen wir jetzt? Lass es frei, Junge. Oh Gott, nein, pack ihn wieder ein. Ich meinte den Bereich. Wer nennt denn seinen Penis S? Kann doch auch keiner damit rechnen. Erstmal die Lampe hier mitnehmen. Sieht aus wie echt wie eine Lampe mit einem Waffenhalter einfach nur. Sehr nice. Dann hätten wir noch eine weitere dunkle Seele. Und jetzt gehen wir zuallererst mal ein bisschen zurück. Wir gehen in den Prophezeiungsraum rein. Denn falls ihr euch noch daran erinnern solltet, im Prophezeiungsraum, wo wir unsere allererste Seele bekommen haben, dahinter ist ganz genau auch so ein Block, den wir jetzt verschieben können. Und auch werden. Ich werde es schlürfen, Alter. Ich werde die Seele in mich reinschlürfen wie eine Muschel. Weil ich keine Ahnung habe, wie Muscheln schmecken, weil ich sie extrem eklig finde. Aber wir werden es tun. Es wird schon klappen. Bingo. Touché. Oder Toucher. Was auch immer. Aha. Die Macht der dunklen Seelen. Ich gebe mich hier hin. Sehr gut. Wir sind Schattenlevel Nummer 4, Baby. Schattenlevel Nummer 4. Und mit Schattenlevel Nummer 4 könnten wir jetzt eigentlich theoretisch schon mal mehr anfangen. Aber ich möchte natürlich auch die anderen Seelen holen, die wir uns jetzt mit dem Toucher holen können. Nämlich im Tempel des Lebens gibt es auch einen Bereich, wo wir mit dem Toucher das Ding öffnen können. Unsere sind scheiße viele, Mann. Weißt du eigentlich, wie viele wir sind? Ist wie eine Männersauna, so warm ist hier drin. Stylischen Tattoos erstmal zurück in diesen wunderbaren Tempel gehen. Ich habe auch noch nicht ganz 100 Kado. Jetzt hätte ich das gleich verbinden können irgendwie. Wie kommst du eigentlich hier rüber? Oh Gott. Sind da mehr davon da? Das hat ja gar nicht mehr in Erinnerung, dass es mehr Gegner in den Bereichen gibt, wenn man wieder zurückkommt. Hier. Sehr gut. Das ist die Kammer, die ich öffnen will. Haha, weitere dunkle Seele. Kidoki, Leute, ich würde sagen, jetzt haben wir schon wieder verdammt viel mehr Seelenpower als am Anfang dieser Folge. Also wir kommen sehr, sehr gut in dem Spiel voran und ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir, wo wir noch welche herkriegen mit unserer neuen Fähigkeit. Und welche Sargtore wir jetzt damit auch öffnen können, um an eben neue Voodoo-Gegenstände zu kommen. Seid gespannt. Bis dahin. Haut rein.